Oh, na, patta la mara ravati. Ed is woo, ed ek de sila wahona. Freunde, willkommen zum Follow Me Around für eine Woche. Oder wie der Deutsche sagt, komm mal bei mich bei. Ich dachte mir, ich mach das auch mal. Ist ja gerade irgendwie innen, habe ich in letzter Zeit ziemlich oft gehört. Und gerade die Woche ist jetzt ein bisschen interessanter als mein normales Leben. Daher halte ich mal fest. Ich bin mal wieder in Köln-Deutz. War ich erst gestern. Da hinten seht ihr schon den Kölner Dom. Gestern war ich hier, um mit der lieben Flitzi auf die Animagic zu fahren, wie ihr ja vielleicht gesehen habt. Und heute bin ich hier, um weiter zum Flughafen zu fahren, denn es geht auf meinen Business-Trip, wegen dem ich die halbe Gamescom verpasse. Aber von dem aus geht's dann halt direkt zur Gamescom. Und da nehme ich euch jetzt mal ein bisschen mit. Der Köln-Deutz Bahnhof ist übrigens wieder komplett von Bethesda eingenommen. Hier direkt neben mir ist ein Doom-Plakat und da hinten hängt Fallout 4, wo ich ja auch schon auf Instagram gepostet habe. Ziemlich geil. Dann würde ich sagen, sehen wir uns in Berlin wieder. Also ich bin ja schon ein ungeduldiger Mensch, ne? Aber wenn ich so die ganzen Leute immer am Flughafen und im Flugzeug sehe, dann kriege ich echt zu viel. Also ich verstehe die einfach nicht. Erstmal, wie die sich schon vom Check-in aufreihen, bevor es überhaupt angekündigt wird. Weil ich meine, das Flugzeug fliegt auch nicht eher los, wenn die direkt schon am Anfang da reinkommen. Und ob ich jetzt am Flughafen sitze oder im Flieger sitze und warte, ich meine, am Flughafen habe ich wenigstens mehr Beinfreiheit. Und dann, wenn der Flieger landet, wie die sofort aufspringen, kaum dass der angehalten hat. Manchmal hält er ja noch nicht mal an und die springen schon alle auf, um ihr Gepäck zu holen und ungeduldig im Gang zu stehen, wie so Mongos. Warum? Muss eh noch mindestens 10 Minuten warten, bis der ordentlich irgendwie angedockt wurde und die Türen aufgehen. Aber nee, ich stehe schon mal mit meinem Gepäck und mach alle nervös. Ich chill dann ja immer, ne? Jedenfalls sind wir jetzt hier in den Apartments angekommen, sind Riesendinger in Berlin. Mit eher kleinen und spektakulären Betten, wenn ich das mal so zeigen darf. Aussicht habe ich noch nicht genossen, aber ich glaube, die ist auch nicht so geil. Ich meine, ist ja auch nur Berlin da draußen, ne? Ich hoffe, ich diss jetzt niemanden, aber es ist ja wirklich keine schöne Stadt, ne? Mal gucken, wohin es mich heute noch so verschlagen wird. Wir sehen mal. Waren wir gestern noch mit der ganzen Mannschaft essen, beziehungsweise erstmal haben wir überhaupt mal versucht, was zu essen zu finden, was geeignet ist. Man hätte auch was bestellen können, aber nee, wir sind natürlich losgezogen, weil einer irgendwas von der zweitbesten Currywurstbude in Berlin erzählt hat, die irgendwo in der Nähe sein soll. Hey, es ist die zweitbeste. Dafür muss man ja auf jeden Fall mal den Weg auf sich nehmen, würde ich sagen, oder? Ja, sind wir auf jeden Fall mal hingelaufen und dann hatte das Ding zu. Ja, dann haben wir das nächstbeste genommen, dachten wir, oh, hier Burgerland, guck mal, gehen wir hier hin, ist ganz voll, relativ. Einer meinte, guck mal, hier sitzen nur hübsche Frauen. Ja, dann haben wir uns hingesetzt. Uns hätte aber klar sein sollen, dass da irgendwie ein Haken dran sein muss. Stellte sich raus, dass der Haken war, dass es vegetarische Burger waren. Wow. Da war dann so ein Zeug drauf wie gebratene Banane, jede Menge Grünzeug. Und anstatt einem Fleischpatty, eine Fleischboulette, hat man eine rote Bete-Boulette bekommen. Geil. Und dann stand da so als Beilage im Menü auch noch Chips. Und weil das ganze Menü auf Englisch war, dachtest du dir, Chips? Okay. Also kriegst du Pommes. Nee, hast Chips gekriegt. Richtig, du hattest da so einen Gemüseburger und da lag drumherum Chips. Und dazu gab es noch 3 Scheiben geschnittene saure Gurke. Richtig geil. Was ist das hier eigentlich hinter mir? Man weiß es nicht. Jetzt geht's auf jeden Fall gleich zum Klettern. Das wird so ein Firmen-Event. Klettern mit anschließendem Grillen. Klingt ganz geil. Ich war schon ewig nicht mehr klettern. Ich habe auch schon ein bisschen Höhenangst, aber seht ihr, da kommt schon meine Höhenangstallergie raus. Aber ich glaube, ach, guck mal hier. Das Ding, das ist so dasselbe, was da auf dem Schild drauf war. Kurios. Das Bild fügt sich zusammen. Jedenfalls, da habe ich ein bisschen Bock drauf.
Ich habe eh schon lange nicht mehr so wirklich irgendwie sportmäßig was gemacht, außer Gewichte heben. Daher bin ich da ganz gespannt drauf. Morgen bestimmt Muskelkater, aber macht ja nichts. Totschick. Ich bin jetzt gerade auf diesem Community-Event, für das der Business-Trip stattgefunden hat. Und das findet in der Kulturbrauerei statt. Und ihr seht das schon im Hintergrund, hier sind Ställe, waren mal Ställe. Weil es halt eine Brauerei war und die ist riesengroß. Das ist hier so ein ganzer Block Personenautos. Cool. Was gibt's denn noch? Pferdeautos? Ich finde die Location echt ziemlich geil. Kennt man ja aus dem Ruhrgebiet auch, so also alte Fabrikanlagen und so ein Zeug. Aber das Ding hier ist schon echt gewaltig und gut in Schuss. Überall sind irgendwelche Läden oder Restaurants oder Discos drin oder so. Echt fancy. Übrigens, Klettern gestern war super geil. Der erste Aufstieg war ein bisschen knifflig. Ich habe ja so ein bisschen Höhenangst und ich bin nicht so weit hochgekommen, wie ich mir vorgenommen hatte. Als ich die 2 Meter wieder runtergeklettert bin, habe ich mir gedacht, lässt du lieber, lass die anderen klettern. Dann habe ich gegen meinen Chef erstmal so eine Challenge gemacht quasi, weil der gerade parallel mit mir gestartet ist. Da dachte ich mir, okay, du willst wenigstens besser sein als der. Und der hat sich, glaube ich, genau dasselbe gedacht, weil dann haben wir es bis ganz nach oben geschafft. Und ja, ab dann lief es super, weil dann habe ich mich noch 2 Mal mit der größten Kante gebettelt und beide Male abgeräumt. Und es hat echt tierisch Spaß gemacht. Also das könnte ich mir echt öfter so alle paar Monate mal geben. Das macht echt Laune, kann ich euch nur empfehlen. Ja, ansonsten neigt sich der Tag dem Ende zu. Ich soll für die ganze Gesellschaft, die sich da oben gerade Vorträge anhört, jetzt einen 30 bis 40 Personen großen Tisch finden, an dem wir nachher saufen können. Ne? Und dann treffe ich Martin vom Daddelclub und den Teledude vom Nicht-Daddelclub. Freunde, guck mal, der Martin vom Daddelclub. Oder darf man dich jetzt nur noch Martin von Level Up nennen, wo deine Freundin dich rausgeworfen hast? Ich fahr zweigleisig. Okay, alles klar, perfekt. Und da hinten, das sieht man jetzt nicht mehr, da ist voll die unanständige Statue von so 2 nackten Menschen, die sich aneinander reiben. Deswegen habe ich jetzt keine Ahnung, was du mit mir vorhast, aber wir lassen uns mal überraschen. Kommt der Dude noch? Leider nicht mehr, nee. Bitte was? Ja, er sitzt irgendwo am Zoo, sagt er, und er würde den Abend gerne mit seiner Freundin verbringen, weil er die jetzt 5 Tage nicht sieht. Okay. Kann man das hoffen. Hashtag Kartoffelheld. So, ich komme dann gerade von dem Treffen mit dem lieben Martin. Der Dude hat sich ja gedrückt. Davor war der Let's Game Dev, der Tom, mit dabei. Wobei der ist jetzt auch nicht Tom von Let's Game Dev, sondern Tom von Level Up. Das muss man jetzt immer im Kopf behalten. Jedenfalls war ganz lustig mit dem. Wir waren in irgendeiner Kneipe, der den Namen nicht vergessen hat. Irgendwas mit M, glaube ich. Auf jeden Fall ging es da übelst gamemäßig ab. Da standen überall so Konsolen rum. Im hinteren Zimmer war auf einer fetten Flachbildglotze lief da Dota. War krass.
krasser, als wenn man Fußball gucken würde, wie die Leute abgegangen sind, die Frauen haben gekreischt. Oder ist mein Zug, ich muss los, erzähl gleich weiter. Erfolgreich schwarz gefahren. Oh, jetzt regnet es. Jedenfalls, boah, das, wie das abging in dem Laden. Da waren da Weiber am Rumkreischen, weil die irgendwelche deutschen E-Sportler gezeigt haben. Und weil die ja so heiß war sind, meinten die dann zumindest. Hier von wegen, boah, ist der heiß. Kann ich jetzt hier über die Straße gehen? Ist das mein Grün? Ich sehe gar nicht so viel. Was ist denn hier los? Der Ferrari da fahren, dann darf ich auch gehen. Also, und die Leute da am Ausrasten, als würden wir gerade die Weltmeisterschaft gewinnen. Und ich gucke so auf den Bildschirm und denke mir nur so, sieht aus wie LOL. Ja, keine Ahnung, nicht meine Welt, nicht mein Jucken. Und ich bin gleich da und will einfach nur noch eine Dusche. Morgen geht's dann im Bus nach Breslau, mal wieder, war ich ja erst. Könnt ihr euch ein Video zu angucken. Jetzt habe ich noch einen Gelbstich. Der war fies. Ja, Freunde, gute Nacht. Ich bin raus. So, jetzt bin ich gerade mit den polnischen Kollegen unterwegs. Sie wollten noch ein bisschen Sightseeing machen, bevor wir nach Polen zurückfahren. Da dachte ich, schließe ich mich mal an, gucke ich mir das Brandenburger Tor nochmal an. Ich glaube, letztes Mal war ich von der anderen Seite da. Habe ich da irgendwie ein Video zugemacht? Ich weiß es schon gar nicht mehr. Ich meine, bei fast 1000 Videos kann man da schon mal den Überblick verlieren. Ja, ist immer noch nicht beeindruckender geworden, aber eine Menge los dafür, dass es so unter der Woche ist. Aber sind ja auch Ferien, ne? Im Hintergrund sehen Sie das Berliner Gefängnisgebäude. Darin können Sie Verbrecher finden. Hier, ne? Hier wurden früher Juden einbetoniert. Und weil Hitler auch schwarze hasste, hatte die Betonblöcke schwarz angemalt. Aber wegen der ganzen Sonne sind die inzwischen natürlich schon ein bisschen verblasst und jetzt grau. I know my history. Schwede, rund 30 Kilometer hier direkt nach der Grenze waren absolute Katastrophe autobahntechnisch. Ich glaube, die Autobahn ist noch aus den 30ern. Stellenweise war sie sogar komplett gesperrt, so eine Spur. Das sah dann aus wie so ein Setting für The Walking Dead, ganz großartig. Aber das dürfte jetzt der letzte Stopp sein vor Breslau. Es ist ja schon ewig her, dass ich mit dem Auto nach Polen gefahren bin, als Kind jedes Jahr, aber jetzt ist es ja schon ewig her und ich will wirklich nie wieder. Also, ich will nur noch Flugzeug fliegen, bitte. Danke. Ich bin ja schon ein bisschen enttäuscht, ne? Ich bin im selben Hotel, aber guckt euch mal das Bett an. Das ist ja nur so für eine schlanke Person. Wo ist denn der Luxus? Und wo ist meine durchsichtige Badewannenwand? Ich hab nur noch eine. Ich brauch doch zwei. Und der Fußboden vom Pott ist auch nicht warm. Was hier los? Und das Ei hat auch gerade nicht gesprochen. Ich glaube, es hackt. Wenn ihr übrigens nicht wisst, worüber ich rede, dann müsst ihr euch unbedingt das Wrocław-Breslau-Video angucken. Letztes Mal war es eine Strip-Club-Promoterin. Heute wurde ich tatsächlich schon von mindestens 6 oder 7, manche davon waren auch doppelt angesprochen. Also, ich mache mich langsam. Ich sehe aus wie ein reicher Geldsack, der im Club seine Fuffis rauswirft, vielleicht, man weiß es nicht. Wir waren gerade mit dem Chef der Firma und den zwei Amerikanern aus der Firma unterwegs. Bisschen was essen, bisschen was trinken. Und ich habe es wirklich genossen, mit den Amis zu reden. Ne? Amerika ist ja sowieso das Land für mich. Und es hat mega Laune gemacht, sich mit denen zu unterhalten. Ich erzähle ja immer super gerne von meinem Roadtrip, den ich mit den Jungs vor ein paar Jahren gemacht habe durch Westamerika. Und das ist immer so ein guter Aufhänger, weil der eine kommt beispielsweise aus Los Angeles, dann haben wir uns drüber unterhalten, ja, über die schönen und über die hässlichen Seiten von Los Angeles, wo man überall noch so hin sollte. Ich hoffe, da kann ich morgen noch mal ein bisschen mit ihm drüber reden. Er hat mir beispielsweise schon New Orleans, glaube ich, vorgeschlagen, was wohl ganz hübsch sein soll, was ich überhaupt nicht auf dem Radar hatte. Die wohnen jetzt auch beide in New York, was heißt, falls ich da doch Ende des Jahres hinfliegen sollte, werde ich da auch ein paar gute Insider-Tipps kriegen können. Da bin ich sehr gespannt drauf. Vielleicht erfahre ich ja irgendwas Tolles über Amerika und dann geht's zur Gamescom. Booyah!
so sehr freue ich mich eigentlich gar nicht. So, wir waren jetzt noch ein über den Durst trinkend mit ein paar polnischen Kollegen und den beiden Amis. Die Kante, die ich beim Klettern abgezogen habe, der ist super cool, den liebe ich, den Typen. Der war mit und der hat uns so ein paar Tipps gegeben, ne, was man trinken kann, welcher Wodka ganz geil ist und so weiter. Haben wir ein paar kurze gekippt, ein paar Bier. Ich habe schon lange nicht mehr getrunken, ich trinke ja eigentlich so gut wie gar nicht mehr, aber hey, passt schon. Da sind übrigens Stripper-Promoterinnen. Einer von den Amis meinte, der hat morgen noch ein paar Calls, die wichtig sind. Deswegen gehen die wohl erst morgen feiern, obwohl der andere unbedingt noch gerne in den Stripclub wollte. Was ziemlich lustig war, weil wir uns die ganze Zeit darüber unterhalten haben, wie er denn bezahlen möchte, weil er noch so viele Münzen hat, wollte er dann gucken, ob das in Polen so läuft, dass man anstatt mit Scheinen dann im Striplokal mit den Münzen wirft. Und dann später sind wir noch drauf gekommen, dass der andere Ami meinte, ich würde echt gerne mal Cow-Tipping machen, also so Kühe umkippen. Der meinte so, wenn man solche Kühe hart genug trifft, dann fallen die wohl um. Und dann meinte der andere Ami, von wegen, ja, ich habe gehört, bei Strippern ist das genauso. Wenn man die hart genug trifft, dann fällt die um. Und ich habe mir nur so gedacht, oh, das könnte so geil sein, mit den Feiern zu gehen. Dummerweise, ja, was heißt dummerweise? Ich bin jetzt so ein bisschen im Zwiespalt. Ich würde jetzt sogar echt fast gerne hier bleiben. Aber ich will natürlich auch auf die Gamescom. Ich bin schon sehr gespannt. Bis morgen. Nach einer guten Stunde Verspätung wegen dem Gewitter hier in Düsseldorf, deswegen der Flieger zu spät war, bin ich dann jetzt auch endlich gelandet. Dummerweise in Düsseldorf und nicht wie gedacht in Köln, deswegen muss ich jetzt auch noch eine Weile fahren. In einem hoffentlich klimatisierten Zug, das ist ja auch nicht immer so gegeben. Aber ich glaube, die Zeit ist jetzt zumindest ganz gut, dass ich die Rush Hour verpasst habe mit den ganzen Leuten da drin. Aber mal gucken, endlich Gamescom.